Inferenzstatistik oder auch schließende Statistik genannt. So, worum geht es hier? Ihr könnt euch ja wahrscheinlich noch erinnern, dass was wir eigentlich machen wollen in der ganzen Statistik ist, wir haben eine gewisse Population mit Punkten drinnen und was wir aus der machen wollen ist, wir suchen uns einige raus, ja, unsere Stichprobe nämlich, suchen uns ein paar raus, basierend auf denen berechnen wir gewisse Statistiken. Und von dieser Statistik wollen wir dann aber schon einen Schluss machen, eine Inferenz machen, ja, auf die Population vom Anfang an. Ja, das heißt, wir nehmen einige raus und schließen auf eine größere Menge. Und grundsätzlich braucht man dafür einiges eigentlich an Vorwissen. Das heißt, bitte schaut euch nochmal das hier alles an. Ihr solltet über Signifikanztests, Lagemaße, Streuungsmaße, Z-Transformation ein bisschen Bescheid wissen. Signifikanztest werden wir noch später ein bisschen detaillierter machen, ja. Aber zumindest Lagestreumaße und auch die Z-Transformation bzw. die Verteilungen sind schon wichtig zu verstehen, um das Kapitel über Inferenzstatistik auch beherrschen zu können. So, genau, das Ziel habe ich jetzt euch eben schon erklärt. Also es geht um den Schluss von einer Stichprobe, ja, bei der Stichprobe auf die Grundgesamtheit. Ich nenne das mal GS. Und grundsätzlich fallen uns da ein paar Sachen ein, die wir testen können. Das eine ist die sogenannte Punktschätzung. Das heißt, ich möchte einen Punkt schätzen, ja? Wie der Name schon sagt, zum Beispiel eben den Mittelwert. Ja? Also ich habe einen Mittelwert, einen Erwartungswert hier in der Stichprobe und möchte diesen Punkt, diesen Mittelpunkt, wenn man so mag, den Mittelwert in der Grundgesamtheit schätzen. Ja. Das Problem dabei ist, dass mir dieser Wert, weil es ja nur ein Wert ist, relativ wenig Aussage darüber geben kann, wie genau dieser Wert ist zum Beispiel. Ja. Deswegen, was interessanter normalerweise ist, sind Intervallschätzungen, wo man eben nicht sagt, okay, dieser Punkt ist dieser Punkt, sondern wo man sagt, der Mittelwert befindet sich irgendwo in diesem Bereich. Ja, gibt es so ein gewisses Konfidenzintervall an, wo man sagt, okay, wir sind uns mit so einer gewissen Prozentheit sicher, dass das irgendwie vielleicht da drin liegt. Das war jetzt keine ganz richtige Interpretation, das werde ich später noch korrigieren. Aber so in etwa kann man sich das vorstellen. Und natürlich, wofür wir das Ganze auch brauchen, ist die Hypothesentests. Ja, das werden wir dann noch später detaillierter besprechen. So, jetzt brauchen wir mal ein ganz wichtiges Konzept, damit wir das alles machen können. Und zwar den Standardfehler des Mittelwerts. Ja, können wir auch SE für Standard Error abkürzen. Und im Prinzip geht es darum, um die Genauigkeit der Schätzung, um die anzugeben. Ja? Und auch, beziehungsweise anders darum gesagt, vielleicht die Streuung in einer Verteilung anzugeben. Und klar, je kleiner der Fehler ist, desto präziser können wir unsere Schätzung nennen. Ja, und zwar so präzise ist die Schätzung des Populationsparameters, weil ihr erinnert euch ja, wir wollen von der Stichprobe, der Stichprobenstatistik, auf einen Parameter der Population der Grundgesamtheit schließen. Ja, um das geht es in diesem Kapitel. Und hier ist die Formel, wie man sich diesen Standardfehler berechnet. Und ihr seht dabei schon, der Standardfehler ist umso größer, je größer die Streuung der Messwerte ist, ja, Sigma, und je kleiner die Stichprobe n ist, weil n ist hier ja durch n wird hier durchdividiert. Ja. Das heißt, was wir jetzt ein bisschen gehört haben zum Beispiel schon, wir wollen eigentlich größere Stichproben haben grundsätzlich in der Statistik, einfach weil es zum Beispiel sich das Ganze präziser macht, weil der Standardfehler kleiner wird. Umgekehrt, wenn wir in sehr diversen Populationen Forschung machen, zum Beispiel, kann man sich vielleicht erwarten, dass die Streuung größer ist und das macht unsere ganze Forschung unpräzise. Deswegen vielleicht auch hier das Stichprobenverfahren könnte man hier vielleicht reinbringen, dass man von Anfang an eine ziemlich klar definierte Stichprobe hat, die vielleicht relativ homogen ist, wo die Messwerte vielleicht nicht so sehr streuen und damit wird unser Standardfehler ebenfalls verringert.
Und mit diesem Standardfehler können wir den bereits erwähnten Konfidenzintervall CI für Konfidenzintervall berechnen. Und zwar ergibt sich der einfach so, dass wir zuerst mal eine gewisse Breite haben. Ja. Die setzen wir einfach fest. Sagen wir zum Beispiel 95% Konfidenzintervall. Wir sehen den Stichprobenmittelwert, brauchen wir für die Berechnung. Und wir brauchen den geschätzten Standardfehler. Ja. Und dann können wir uns quasi hier so ein Limit und ein Limit auf beiden Seiten berechnen. Also wir haben hier quasi den Punktschätzer hier über den Stichprobenmittelwert und sagen dann eben, ja, und so weit nach links und rechts könnte sein, dass wir quasi falsch liegen und das wird hier multipliziert mit dieser gesetzten Breite. Also je sicherer ich quasi sein will, ja, also je größer ich das Intervall mache, desto wahrscheinlicher ist natürlich der wahre Wert hier irgendwo drinnen. Und hier steht noch die Interpretation, die ist ganz wichtig. Also ich sehe hier quasi aus dieser unendlich langen Zahl von Möglichkeiten, welche Zahl möglich wäre, welcher Populationsmittelwert hier relevant sein könnte. Ja. Sagt mir dieses Konfidenzintervall, ja, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es eben nur diese Werte hat. Ja. Und alles andere, was da rechts oder links davon liegt, ist erst einmal egal. Genau. So. Dann berechne ich das hier mal kurz mal in R, habe ich euch gezeigt. Also wenn wir hier Daten haben, 1, 2, 10, 5, 20, 3, berechne ich hier mal den Mittelwert, einfach indem ich Mean und dann die Daten einspeise. Die Standardabweichung kann ich auf dieselbe Art und Weise machen. Die Länge, oder Länge ist hier vielleicht nur der Funktionsname, der klingt nicht so richtig. Die Stichprobengröße in dem Fall, ja, kann ich einfach sagen, ich möchte die Länge von diesem Objekt hier haben. Das ist eben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viel anderes macht R hier auch nicht. Und dann berechne ich hier einfach den Intervall. Zuerst, indem ich den Standardfehler berechne. Ihr erinnert euch. Ja, ich war jetzt kurz verwirrt, weil hier offensichtlich ein Fehler sich eingeschlichen hat. Ich hatte hier nicht durch die Wurzel von n dividiert, sondern nur durch n. Und dadurch sind diese Zahlen hier erstens mal falsch. Ja, und zweitens gehören sie viel, könnte Intervall viel größer. Das heißt, einfach weil ich hier falsch dividiert habe, ist der Intervall sicherlich viel größer, also der Standardfehler ist viel größer und das macht diese Zahl hier viel kleiner und diese Zahl hier viel größer. Ja, ich habe das auch schon berechnet und im Skriptum ausgebessert. Genau, diese Größe, was ich jetzt gesagt habe, oder diese Weite, hängt im Wesentlichen von drei Faktoren ab. Und ich habe euch das mal hier mit einer Formel auch niedergeschrieben, die ihr ja eigentlich schon kennt. Also wir haben hier einfach den Teil, die Formel für das untere Limit, wir haben hier den Teil für das obere Limit. Und das habe ich mal einfach schön umformuliert. Aus einem einzigen Grund, ihr braucht euch das nicht merken, wenn ihr versteht, wie man sich das herleitet. Ja. Und es hängt also ab vom Alpha-Level, das hier steht, ja, das haben wir vorher, glaube ich, irgendwie anders genannt, Z oder so, ja, vom Sigma, ja, das heißt der Streuung in der Verteilung, ja. Und von was hängt es noch ab? Von der Stichprobengröße. Ja. Und zwar nämlich die Stichprobengröße macht den Intervall eben kleiner und alles andere macht ihn größer. Und die Interpretation hier ist eben, dass ein weites Konfidenzintervall ungenauer ist. Also bei dem Beispiel dieser Rechenfehler hier eben, oder Schreibfehler eigentlich, ja, hat dazu geführt, dass ich das Konfidenzintervall unterschätzt habe. Es war eher eng, wenn es eigentlich hätte sein sollen, ziemlich breit, ziemlich weit und deswegen eigentlich auch ungenau, wie es hier richtig steht.
Hier möchte ich jetzt noch eine ganz kurze Darstellung hergeben. Und zwar, ich generiere jetzt hier mal eine zufällige Punktwolke. Ja, mit 100 Datenpunkten und einfach zwei Variablen, die jetzt bedeutungslos sind, x und y. Und hier gibt es eine gewisse Regressionsgleichung, die uns mal egal ist. Davon haben wir noch nichts gehört. Ja. Und hier sind die Punktwolke dargestellt. Also einfach irgendwie eine Stichprobe und man kann sich vorstellen, okay, jeder dieser Punkte ist eine Person, die scored halt auf dieser x-Achse irgendwie so und auf der y-Achse ein bisschen mehr, 10, irgendwas. Ja. Und was ich jetzt mache, ist, ich ziehe vier Stichproben. Im ersten Schritt mal vier Stichproben mit circa 10% der Population. Also ich habe 100 Leute, das heißt 10 Leute pro Stichprobe sollen jetzt mal gesammelt werden und die zeichne ich ein mit roten Punkten. Ja? Und natürlich, die Stichproben sind immer anders und deswegen schaut das immer leicht anders aus. Ja, also ihr seht, die roten Punkte sind immer irgendwo anders. Und basierend auf diesen Punkten, ja, nur auf den roten Punkten, würde ich mir jetzt dann berechnen, okay, was ist das Verhältnis zwischen x und y zum Beispiel. Das haben wir jetzt noch nicht gelernt, aber ihr seht auf jeden Fall, das Ergebnis, was hier rauskommt, das schaut dann doch immer ein bisschen anders aus. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann diese Werte, diese Geraden hier, quasi einzeichnen im Histogramm. Ja, und dann kommt mir halt eine gewisse Verteilung heraus, so wie wir es auch schon kennen. Wenn ich das jetzt anders mache, kurz, und eine größere Stichprobe nehme, ja, also selber Versuch, aber ich nehme 60% der Population. Ja, dann sehen wir das wieder hier im Histogramm auch. Aber vor allem, was wichtig ist, und das ist eigentlich das, was ihr hier sehen sollt, die Standardfehler, ja, das ist quasi das, was hier so dieser graue Bereich ist, ja, wenn ich die zwei vergleiche, der ist wesentlich geringer. Ja, also da haben wir quasi das größere N simuliert. Was ihr jetzt auch sehen könnt, ich schaue mal gerade, wo man es gut sieht. Ihr seht, dass tendenziell diese Balken, die grauen Bereiche, sich weiten am Ende der Geraden. Also hier zum Beispiel ist der graue Balken viel größer als hier zum Beispiel. Das liegt einfach daran, dass es hier mehr Punkte gibt, die das schätzen können, als hier. Das heißt, das ist auch ein bisschen hat mit der Streuung zu tun. Hier sind die Werte relativ weit gestreut, hier sind sie sehr eng gestreut, also sehr wenig gestreut. Je weniger Streuung, desto kleiner ist auch das Konfidenzintervall. Und dann das hatten wir als dritten Faktor hatten wir noch das Alpha-Level. Hier, das Alpha-Level. Das ist etwas, was wir frei festsetzen. Das ist hier in beiden Darstellungen auch gleich. Das heißt, das sieht man hier nicht visuell. Hey, ich hoffe, dieser Kurs war hilfreich für dich. Wenn du noch mehr über dieses Thema wissen magst, dann schau doch vorbei bei meinen Online-Kursen unter kurse.dominikfröhlich.com. Ich freue mich, dich dort zu sehen.